Η αύξηση υπάρχει παντού, σε όλα τα προϊόντα και στην καθημερινότητά μας. Από το σούπερ μάρκετ, από τη λαϊκή. Δεν μιλάμε για λογαριασμούς βέβαια ή όλα τα υπόλοιπα. Απλά οι τιμές έχουν διπλάσιες. Επειδή έχει διπλασιαστεί η τιμή των καυσίμων σε όλη την περιοχή της Ελλάδος. Είναι πανάκριβη η λαϊκή. Die Geldentwertung liegt mittlerweile im zweistelligen Bereich, so schlimm wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Vor allem Energie, Strom und Nahrungsmittel steigen und steigen. Wie schaffen die Griechen das? Ich höre mich mal um. In den ärmeren Stadtvierteln Athens wird wieder öffentlich gekocht. Das Erbe der Finanzkrise 2008, die Zerstörungswucht der Pandemie und jetzt Ukraine-Krieg und Inflation. Die Gründe für Griechenlands Qualen sind vielfältig. Am härtesten trifft die Inflation die unteren Einkommensgruppen, erklärt mir Kostas, Gründer der Suppenküche. Και να πάρει και τα φάρμακά της. Έτσι λοιπόν, πολλές οικογένειες τέτοιες, συνταξιούχοι δηλαδή, έρχονται εδώ για να παίρνουν τρόφιμα. Ή για να τους πληρώνω μαζί τους λογαριασμούς, να πληρώνουμε πολλοί άνθρωποι μαζί το ρεύμα και τα υπόλοιπα. Ή να τους παίρνουμε φάρμακα. Alexandros ist einer der freiwilligen Helfer und gleichzeitig ein junger Vater in Not, der Selbsthilfe braucht. Sein Mofa ist kaputt, deshalb hat er seinen Job beim Lieferdienst verloren. Zu Hause warten ein Kleinkind und eine schwangere Frau. Η σύγκριση των τιμών με πριν λίγο καιρό, θα σας πω μόνο για τις πάνες που τις παίρνω από εδώ, από τα 7 ευρώ στα 12. Είναι μεγάλη σύγκριση και όντως είναι μεγάλη τιμή. Δεν μπορούσα να διαθέσω 12 ευρώ να πάρω τις πάνες και ζήτησα βοήθεια και τις παίρνω από εδώ. Am nächsten Morgen besuche ich das junge Paar zu Hause. Alexandros Frau Angeliki ist 19 und erwartet ihr zweites Kind. Der zweijährige Jason darf beim Filmen helfen. Die Teenager-Romanze begann mit handgeschriebenen Liebesbriefen. Doch seit Alexandros arbeitslos ist, kann die Miete nicht gezahlt werden. Und wegen der Inflation ist auch das Nötigste zu teuer. Das Problem, das υπάρχει mit der Exosie από το σπίτι και είναι ότι δεν ξέρω πού θα πάω τη γυναίκα μου και το παιδί μου και προσπαθώ όσο πιο σύντομα γίνεται να μπω σε κάποια δουλειά, να μην φτάσουμε ως εκεί και να σταματήσει αυτό που ζούμε εδώ. Το ψυγείο γεμίζει σπανίως τώρα, εφόσον δεν υπάρχει δουλειά, ούτε από μένα, ούτε από τον άντρα μου. Heute ist Einkaufstag, das erste Mal seit Wochen. Alexandros würde jeden Job annehmen, egal ob Möbelpacker oder irgendwas im Supermarkt, Regale räumen oder putzen. Täglich macht er die Runde. 180 Bewerbungen hat er schon verteilt. Da er kein Telefon hat, fragt er persönlich nach, bislang ohne Erfolg. Περισσότερο φοβάμαι να μην καταλήξουμε στο δρόμο, γιατί δεν θα μπορώ έτσι να προστατέψω τα παιδιά μου και να τα αποτρέψω από κάθε κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει εκεί έξω. Εύχομαι να βρω δουλειά πριν καταλήξουμε στο δρόμο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Gewerkschaften und Opposition machen mobil. Mehrmals pro Woche wird demonstriert, so wie hier in der Athener Vorstadt Haidari. Im Zentrum des Volkszorns unbezahlbare Stromrechnungen. Right now in Haidari we have 200 houses without electricity and 1,200 families without food. It's like we are in medieval period. Come on. Fotis trifft sich mit Manolis. Von 620 € Rente gehen 350 weg für die Miete. Vom Rest kauft er was zu essen und Medizin für seinen krebskranken Sohn. Dann kam die Stromrechnung für das Winterhalbjahr, über 1.400 €. Πώς ένιωσες όταν άνοιξες το φάκελο? Ότι μου ειλικρινά, αν δεν έπαιρνα υπογλώσιο, θα πάθαινα συγκοπή. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι δεδομένο. Το ποσό, τι προτείνει η εταιρεία, γιατί το θέμα είναι να αποφύγουμε στην ουσία τη διακοπή. Η εταιρεία πρότεινε στην αρχή 700 € και 10 δόσεις των 72 ευρώ. δεν μπορείς να κινηθείς. Δεν μπορείς να γελάσεις, δηλαδή μας έχουν κόψει το γέλιο, μας έχουν... Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ich fliege nach Naxos. Auf den Inseln verschärft sich das Inflationsproblem wegen der Transportkosten, sprich wegen unablässig steigender Sprit- und Rohstoffpreise. Treibstoff für Traktoren, teurer Dünger, Tierfutter aus Bulgarien. Viele Landwirte auf Naxos stehen vor dem Ruin, so wie Milchbauer Stelios Zacharatos. Er hat nur wenig Zeit, gleich muss er seinen Sohn von der Schule abholen. Ob der noch eine Zukunft hat auf Naxos? Είμαστε τέσσερις γενιές κτηνοτρόφοι. Πιστεύω να τελειώσει αυτή το επάγγελμα αυτό στη δικιά μου τη γενιά. Τώρα δεν συγχυστώ το παιδί μου να κάτσει εδώ, να γίνει κτηνοτρόφος. Να πάει να κάνει οτιδήποτε άλλο. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Naxos Graviera-Käse wird aus Kuh-, Ziegen- und Schafsmilch hergestellt. Ein echtes Vorzeigeprodukt. Der Export geht nach Frankreich, Deutschland und in die Vereinigten Arabischen Emirate. In diesem Jahr wird es 1/3 weniger geben. Giorgio Sergis erklärt mir, warum. Some producers have also slaughtered a lot of their animals because the feed is so much more expensive. The milk is less, the cheese is less. This is how this whole problem finally impacts our company. Die 1926 gegründete Kooperative ist Teil der Identität von Naxos. Doch die Krise entpuppt sich als existenzielle Bedrohung. Über 300 Kühe und 30.000 Ziegen und Schafe wurden bereits gekeult. Die Inflation ist auch ein echtes Problem für die Inselbewohner. Hier auf Naxos wissen die Fischer nicht mehr, wie sie den Schiffsdiesel bezahlen sollen. Und die Viehzüchter haben keine Ahnung, wo das Geld herkommen soll für das Futter für die Kühe. Von den 1200 Bauern könnten 150 bis Ende des Jahres aufgeben, wenn aus Athen oder Brüssel keine Hilfe kommt, warnt der Präsident der Kooperative. Die Kostenkatastrophe belegt er mit Zahlen. Η γεώτρηση για να βγάλει νερό για να ποτίσει το παραγωγό στα ζώα του ή τις οτροφές του, την ώρα έβγαζε με 7-8 ευρώ. Τώρα έχει 28-30. Το λίπασμα το αγόραζε 300 ευρώ περίπου τον τόνο, τώρα το αγοράζει 1000. Den Fischern geht es nicht besser. Stamatis verschuldete sich, kaufte ein Boot, die Christina Maria, benannt nach seiner Tochter. Doch für die Zukunft sieht er schwarz. In 10 Jahren gibt es hier keine Fischer mehr, sagt er. Ja, το πετρέλαιο το πληρώναμε, εγώ το πλήρωνα και 30 λεπτά και 40 λεπτά και τώρα έχει πάει 1,5 ευρώ. Αυτό το καέκι για να βγει, πρέπει να βγάζει την ημέρα από 300 ευρώ την ημέρα και πάνω. Τώρα δεν τα βγάζει αυτά τα λεπτά, για να πάρω κι εγώ 50-60 ευρώ την ημέρα. Γι' αυτό αναγκάζομαι και το σταματώ και πάω μεροκάμα, δουλεύω μεροκάμα. Seit 3 Jahrzehnten hat Griechenland keine derartige Geldentwertung mehr durchlitten. Im Mai durchflog die Inflation die 11%-Marke. Davon ist auch die Mittelschicht direkt betroffen. Nach einer Karriere als Physiotherapeut in Saudi-Arabien und Großbritannien zog es Dimitris Stevanidis zurück nach Hause, nach Athen. Doch wegen der Inflation sparen die Griechen an der Gesundheit. Und Dimitris hat nun 60% weniger Patienten. All together, with machines, all together, it's about 70,000 euro. My dream is to stay in Greece. However, if the economic crisis continues, unfortunately, I will be obligated to move on abroad. Die Organisation Kinder zuerst kümmert sich insbesondere um Familien mit alleinerziehenden Eltern, so wie Pigi. Die frühere Englischlehrerin hat 4 Kinder. Wegen der Inflation kauft sie kaum noch Fleisch und achtet auf jeden Cent. When they are off school, they tell me to buy an ice cream for a walk, or they tell me to buy them potato chips, and I can't. It makes you feel you can't support your children, your family. It makes you feel useless. Für Menschen in Not gibt es jetzt einen Stromkostenzuschuss bis zu 600 Euro, finanziert aus griechischen und europäischen Steuergeldern.